Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gruse mit Mad Chris. Ich bin Mad Chris und ich habe heute für uns eine Compilation von Fearsome Top 5 rausgesucht. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich hoffe, sie macht Spaß und wünsche uns den jetzt auch. Hier ist Fearsome Top 5. Ja, Fearsome Top 5. Was haben wir denn da? 5 gruselige Videos, die uns glauben lassen werden. Ja, ich bin gespannt. Fearsome Top 5. Auf geht's. Welcome to Fearsome Top 5. I hope you're ready, because today we're about to take a look at 5 videos of ghosts that will make you believe. Number 1. The first video that we're gonna take a look at comes from TikTok user Heat1979. She usually posts videos of her pets, but recently she posted a video of something entirely different. Heather explained that her and her family have always had paranormal things happen around their home. Natürlich. Ja gut, also erstmal, ihr Content ist sonst eigentlich nicht paranormal, ne? Sonst immer nur Haustiere und so weiter. So, und jetzt hat sie gesagt, dass es bei ihrem Haus sowieso schon immer spukt. Ja, schauen wir mal. But unfortunately, they never caught any strange activity on camera. That is, until today. This is my daughter and her friend. Please watch closely between them. No one else was up in my home. Look between them right now. I'm a crochet crafting woman. Das ist bekannt. Dieser Clip ist bekannt. Ja, oh Gott. Ja, das ist widerlich. Wie das da aufsteht. Rip. Bing. You saw it, but that one was hard to miss. Heather explains that her daughter and her friend were the only two people in the house. So when a shadow figure appears to walk behind them, she's left with no explanation. Kein Mensch, wenn der auf dem Boden oder hockt, liegt, was auch immer, steht so auf. Was zum Henker ist das? This dark figure looks to only be a few feet behind the two girls, while they are totally unaware of the darkness moving behind them. So what do you think? Could this have been a normal shadow cast by something in the room, or could it have been something more sinister? Number 2. Also ich glaube, das war einfach ein Schattenwesen, was tatsächlich da bei denen lebt. Home security cameras are a great way to feel safe and protected. But what can you do to protect yourself from something? Also ich weiß zumindest eins. Ich werde so eine Kamera nie bei mir zu Hause irgendwo installieren, weil ich immer Angst hätte, sowas dann zu sehen. Dafür haben wir schon zu viele Clips hier gesehen. That's no longer alive. Credasia C recently posted a video titled "A Figure Walks Across My Yard" with a caption that reads, "My dad called me this morning about something caught on his Ring doorbell, and I am truly amazed." Das ist ein Glitch. Oder es spiegelt sich was in der Linse. Ja, das ist ein Glitch. Das ist garantiert ein Glitch, ne? Also diese Ring-Kameras für die Türklingeln, die haben halt keinen Fokus. Ne? Und da glitscht was. The video begins with a very strange loud noise, when suddenly the security house lights switch on, revealing a tall ghostly figure. Just the sight of this figure is bone chilling, as it appears to have a head, 2 arms and a spine going all the way down. Ja, ja, das ist ein Glitch. Also da ist tatsächlich irgendjemand. Also es ist entweder ein Glitch oder es spiegelt sich irgendwie was in der Linse von woanders. Also das ist, glaube ich, nichts Paranormales. Es sieht seltsam aus, ja, definitiv. Aber bei den Überwachungskameras, ob das jetzt eine normale CCTV-Cam ist oder jetzt wie hier so eine Ring-Doorbell-Kamera, da bin ich ja, wie ihr wisst, immer sehr skeptisch. Und das sind auch teilweise dann wirklich nur Glitches, ne? Oder auch Dinge auf der Linse oder so.
As this figure appears, it can clearly be seen walking along the side of the truck. The figure then disappears, until moments later reappearing, walking through the grass. As the video continues, this very faint figure is seen walking back and forth to the truck repeatedly. When compared to the truck, this apparition towers over, looking to be at least 2 feet taller than the truck. I have no explanation for what this could possibly be, but if I caught this on my security camera, I would not be sleeping very well. Number 3. A YouTube channel by the name of Contact Made recently posted a video titled Ghost Caught on Camera. This channel is run by a team of paranormal investigators looking to catch evidence from the other side. Well, in their newest video, they caught just that. Das ist so eine Kinect-Technik, ne? Ja, es ist. Ja, ich weiß nicht, ne? Also, die haben da entweder eine App für ihr Smartphone. Das lässt jetzt halt auch die Auflösung vermuten. Und die Größe halt, ne? Des Schirms. Mit der sie halt auch so Kinect-technisch halt irgendwelche Figuren erkennen können. Sehr unzuverlässig. Weil halt diese Funktion auch schon bei der normalen Kinect, also bei dem Gerät, was ja auch wirklich dafür entwickelt worden ist, die interpretieren halt auch oft in irgendwelche Gegenstände, in irgendwelche Möbelstücke. Unebenheiten auf einer Wand interpretieren die eine Figur ein. Ja, so wie hier jetzt zum Beispiel. Und wenn man da noch eine App hat für Smartphone, die ja eigentlich gar nicht dafür gebaut worden sind, also die haben ja diese Sensoren eigentlich überhaupt nicht, ist es natürlich noch unzuverlässiger. Und wir sehen, was alles da an der Tür hängt. Da hängt ja ein halber Kleiderschrank dran. Also, nein. Wir sehen ja auch, dass das immer in dem Bereich von diesen Klamotten ist. The person recording was attempting to document evidence of the paranormal using the GhostTube SLS app. This app detects humanoid bodies in your environment similar to the Kinect SLS cameras used by real paranormal investigators. Naja, das ist Quatsch, ne? Also ihr könnt euch schon mal merken, wenn ihr wirklich so etwas nutzen wollt, benutzt einfach die Kinect an sich und nicht so eine App auf dem Handy. Das ist immer Mist. Das ist ungefähr genauso wie früher bei Yamba der Nacktscanner, ne? Hat nicht funktioniert. The app in the video detected a figure which appears multiple times. Moments after disappearing, an orb comes from the exact same spot the figure was detected. I'll admit that this could be a coincidence, but I'll leave that up to you to decide. Number 4. Oh, good. I've always heard that babies and small children can see the paranormal. Well, this next video was uploaded by Trisha Bender and shows something from the other side lurking in a baby's room. As the video begins, we can see a small baby moving in its crib. Then, orbs begin to appear in the room. But something about these orbs is different. Typically, orbs captured on camera look like this, floating through the room until going out of frame. But the orbs in this video quickly appear, then disappear, just as quick. While some of them are a quick flash of light. But what could be causing this? Staub, Leute. Staub. Wo ist jetzt hier? And what could these orbs be? Staub. We may never know. Number 5. Ich dachte, da kommt jetzt, wer weiß, was für ein Monster da aus der Tür oder unter dem Kinderbett oder so, und dann erzählt er mir irgendwas von Orbs. This last video was uploaded by self-proclaimed adventurer Abdullah Alambari.
He recently uploaded a video titled Demon in the Wall of the Abandoned Girls School. Abdullah is braver than most, as he came equipped with only a camera and a flashlight to an abandoned school in the middle of the night. He's only looking to explore this building, but he ends up finding more than he bargained for. Safe to say that Abdullah was not alone. 4 minutes into the video, as he enters an empty room, a loud noise comes from behind him, and as he turns to take a look, the door begins to close on its own. A little while later in the video, while he continues his exploration, you can clearly hear the sounds of children playing. I find it very unlikely that vor allem, weil es ja wohl anscheinend auch nachts ist, ne? Und dann noch in so einer Schule. Also der Abdullah, das ist ja irgendwie da aus dem arabischen Raum auch. Und da haben wir auch schon viele Clips gesehen, ne? Vor allen Dingen Schattenwesen und Djinns. Ja, Djinns sind da ja ganz angesagt. Bin ja mal gespannt. There would be children playing outside of an abandoned school in the middle of the night. But if that sound did not come from actual children, what could it be? A little while later in the video, as Abdullah is going from room to room, the loud sound of boards falling comes from behind him. He quickly turns around to see what's behind him, only to find an empty room. He continues exploring the abandoned building when suddenly another loud bang and the sound of things crashing down comes from behind him. Wow. Das war laut. Once again, he turns around towards the sound, only to find nothing behind him. Abdullah eventually makes his way out of the building. He turns to show it one last time, but when he does, he catches something very unexpected on camera. Hallo. A pitch black figure can be seen peering over the wall behind him, watching. But was this bone-chilling figure the one causing all the noise inside the building? Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das eine Schattenfigur ist oder ob hinter dieser Wand nicht einfach irgendetwas steht, was diesen Schatten macht. Obwohl, es sieht schon wirklich so aus, eine Schulter und ein Kopf. Tja, möglich, ne? Also, dass es eine Schattenfigur ist, auf alle Fälle möglich. Kann aber auch natürlich sein, dass dieses Gebäude doch nicht so verlassen ist, wie er glaubt. Und dass da die Leute, die dort eventuell Unterschlupf gesucht haben, ihn einfach nur weghaben wollten und deswegen auch Krach gemacht. Und irgendeiner beobachtet ihn jetzt da auch. Das ist natürlich möglich bei so einem leerstehenden Gebäude. Ne? Well, that was 5 videos of ghosts caught on camera. Ja. Kurz, knackig, gut, würde ich sagen. Auch wenn wir den ersten Clip schon kannten. Es ist ein grandioser Clip, ja, wie ich immer noch finde, mit dem Schattenwesen, was da einfach so hoch. Nicht schlecht. Ne? Also mir hat es gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Unten in der Beschreibung findet ihr wie immer alle Links zu der Compilation von Fearsome Top 5 und auch zum Kanal. Ja, und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Gruseln mit mir hier auf YouTube. Und ja, ihr könnt jetzt getrost abschalten und haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Adios. In the dark of night, where the shadows dance, Matt Criss is awake, taking a chance. He's got his headphones on, tuning into screams, searching for the answers in his wildest dreams. With a flickering scream and a pounding heart, he dives deep into the dark, ready to restart. Every video he plays, every chilling